Servus und herzlich willkommen im Aquacentrum. Ich heiße Michi und zeige euch aus unserer Serie Kundenreferenzen einige Aquavolta Exquisite 2.0 mit dem optionalen Elegance-Bedienhahn in Küchen und in einem Yogastudio. Der Aquavolta Exquisite ist ein Wasserionisierer, der auf- oder untertisch genutzt werden kann. Ausführliche Informationen habt ihr bestimmt schon auf unserer Website gelesen, deshalb begeben wir uns gleich in die erste Küche. Hier wurde der Aquavolta Exquisite im benachbarten Unterschrank der Küche montiert, da unter der Spüle nicht genügend Platz vorhanden war. Die Schläuche könnte man noch kürzen. Mei, der ist für schick, gell? Ich habe mir übrigens die Mühe gemacht, die Kapitel des Videos in der Beschreibung einzutragen. Wenn ihr was Bestimmtes sehen sollt, könnt ihr einfach dorthin springen. Dieser Elegance-Bedienhahn des Aquavolta Exquisite wurde von den Kunden in eine moderne Edelstahlspüle eingebaut. Das Gerät selber steht unter der Spüle im Schrank. Die Besonderheit ist hier der Vorfilter Aquaphor K7B. Dieser ist hilfreich bei besonders verunreinigtem Leitungswasser oder zum Beispiel bei alten verrosteten Hausleitungen. Dieser Exquisite-Untertisch-Ionisierer hat in Paraguay seinen Platz gefunden. Der bisherige Wasserhahn wurde ausgebaut und der Elegance-Bedienhahn stattdessen eingebaut. Es wird hier nur Kaltwasser verwendet. Der Elegance-Bedienhahn als Katzenspielzeug. Solche Edelstahlspülen sind am einfachsten für die Installation von Bedienhähnen. Wir verleihen übrigens auch Werkzeuge wie Pfostenbohrer oder Lochstanze, um ein perfektes Loch für den Einbau zu machen. Das Wasser aus dem Aquavolta Exquisite scheint bei Katzen besonders beliebt zu sein. Hier ist einer in einer Pressspan-Küchenarbeitsplatte. Dieser Kunde, ein Yoga-Studio, hat sich richtig Mühe gegeben und für den Aquavolta Exquisite mit Auftischbedienhahn einen eigenen Apfeltisch gebaut. Respekt. Da haben sie vor lauter Arbeit Durst bekommen. Das Video des nächsten Kunden zeigt den Exquisite, der auf dem Gesicht in einer Schublade liegt. Der Kunde wechselt den Filter und macht danach einen Filter-Reset am Elegance-Bedienhahn. To change the filter, I just turn up the right side, then press down and up. Careful because it has some water there. You can clean a little bit. Water dropped, and then do the same thing but the opposite way with the new filter. Making sure it goes into the right place and then turn down. Then I press the purified button for 5 seconds, so it resets the filter. And then I let it run for 5 minutes or so. So get ready for use. Starts to come, then after 5 minutes or so, stop and ready to use. Im folgenden Video seht ihr eine fachmännische Installation des Aquavolta Exquisite, wobei der Anschluss zum Elegance Bedienhahn durch einen benachbarten Unterschrank hindurch gemacht werden musste. Dann geht die Belichtung besser. Genau, also so sieht das aus. Auf jeden Fall, wir haben saubere Arbeit gemacht. Also platziert haben wir auf Arbeitsplatte, links vom Waschbecken. Und was hier zu berücksichtigen, hier
Hier haben wir noch eine Bohrung gemacht, weil Gerät haben wir in einem rechten Unterschrank versteckt. Und Wasserhahn, Bedienhahn haben wir links gemacht. Also Gerät steht jetzt so im rechten Schrank. Da hatten wir, hier haben wir auch eine Bohrung, ja. So ein Stück. Erst wollten wir hier bohren, aber von hinten, da ist ein hintere Rückwand vom Unterschrank und hier ganz wenig Platz. Das ist optimale Stelle. Also gut. Nach mehreren Monaten Benutzung hat er nochmal ein Video von der ersten Entkalkung geschickt. So sieht der Strahl aus vor dem Entkalken. Der Entkalkungsprozess. Der Wasserstrahl nach dem Entkalken. Die nächsten beiden Videos darf ich euch eigentlich gar nicht zeigen. Die haben nach meiner Meinung nicht gescheit entkalkt. Das ist die Kundin, wo heute Abend abholt. Und da leuchtet die Darklampe die ganze Zeit. Der blinkt immer, also schaltet nicht um. Boah, schaut mal, wie zugewachsen das ist. Schau mal das nochmal an. Das ist nochmal viel größer. Yeah, und das hier ist so richtig Altbau. Ihr glaubt gar nicht, was man da alles zu sehen bekommt. Okay, das langt. Jetzt wieder was Schönes. Gute Möglichkeit, das Waschbecken zu benutzen. Ah, und die Fliesen gefallen mir. Der nächste Kunde. Ihr merkt schon, der Aquavolta Exquisite verkauft sich gut. Und wenn ein Kunde uns ein Video von seinem Ionisierer, den er bei uns gekauft hat, schickt, bekommt er beim nächsten Filterkauf einen Rabatt. Dieser Kunde schaltet jetzt die basische, saure und gefilterte Stufe des Exquisite durch. Thank you.
jetzt wird's dann echt langweilig. Ihr könnt umschalten. Ich habe da zwei Vorschläge für euch. Und ihr könnt unter diesem Video die künstliche Intelligenz beglücken und ein paar Buttons drücken. Bleibt gesund!